Ja, Leute, hoffentlich seht ihr das Video rechtzeitig, aber ich finde hier die Quotenverteilung von Köln gegen Slowako geht halt gar nicht. Also Köln hat viel zu niedrige Quote, das ist ja schon fast wie Bayern gegen was weiß ich wen. Also Köln ist garantiert nicht so eine Mannschaft, die so eine niedrige Quote gegen Slowako hat. Slowako hat sich komplett durch die ganze Qualifikation durchgearbeitet. Die haben halt auch teilweise gegen richtig gute Gegner halt auch ein bisschen was mitgenommen und haben halt ordentlich Tore geschossen. Die sind auch in der Lage, schnell das Tor zu machen. Bei Köln ist es halt so, dass die halt auch schon jetzt richtig viel Spielzeit in den Knochen haben. Zum Beispiel so der Kainz ist halt meiner Meinung nach halt von seinen Leistungswerten schon wieder ein bisschen runtergegangen. Auch gegen Augsburg war er jetzt nicht so präsent. Er hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, da ein bisschen mehr Akzente zu setzen. Aber man sieht, dass er halt schon eine Pause braucht. Und auch wenn er sich selbst nicht so ein bisschen eingesteht, aber ich bin schon der Meinung, dass seine Mannschaft mal auf jeden Fall ein kleines Break vonnöten wäre. Und vielleicht kann ja Slowako was mitnehmen, aber wenn man jetzt so den Leistungsstand bei der Mannschaften vergleicht, dann sind die Quoten einfach viel zu weit auseinander. Und ich gehe mal davon aus, dass die Quote von Köln nochmal ein bisschen nach oben geht. Und wenn nicht, halt, also man kann es trotzdem mal probieren mit dem asiatischen Handicap minus 1 auf Slowako gibt eine 3,0. Oder vielleicht die Quote von Köln Lane und dann halt mal gucken, wo die Quote zum Schluss landet. Und halt, wie gesagt, halt, Slowako fängt halt auch immer im Spiel recht flott an und kann durchaus sein, dass sie in Führung gehen. Und da kann man ja auch was draus machen, ne? Okay, das war's schon. Macht's gut. Tschüss.